Gerd, dass wir uns jetzt seit fast einem Jahr kennen. Ich weiß. Und dass wir heute schon zum zweiten Mal zusammen essen. Ja. Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich wollte schon so lange zu Ihnen sprechen. Ich habe nur auf den richtigen Augenblick gewartet. Jetzt ist der Tag. Oh, ach, ist er schon geschrieben? Ich wollte schon so lange. Die Einkaufsabteilung, weil ich eine saubere Weste habe, weil ich politisch in Ordnung bin, weil ich alle Tricks kenne, die kann meine Kreise. Yeah.
Grüßen Sie mich. Sie wissen ja, worum es sich handelt. Ein kleiner Film für den Kulturbericht der Abendschau.
Sie sagen uns jetzt ganz kurz, wie Sie heißen. Lindemann. Richtig. Dass Sie 500.000 Euro im Lotto gewonnen haben und was Sie damit machen wollen. Ich bin... wer bin ich? Ich heiße Erwin Lindemann. Ja, ich auch, ich auch. Ton ab, Lottogewinner die zweite. Herr Lindemann, bitte. Mein Name ist Erwin Lindemann und ich bin ein Rentner. Ich bin 66 Jahre alt und habe gewonnen im Lotto 500.000 Euro. Aus, das geht mit dem Licht nicht so. Geh mal weiter rüber, bitte. Nein, nicht Sie, Herr Lindemann, nicht Sie. Zurück, bitte. Ton ab, lautet Gewinner die achte, Herr Lindemann, bitte. Sie machen mich ganz kurz. Mein Name ist Erwin Lindemann. Und ich bin seit 66 Jahren Rentner. Aus! Aus! Herr Lindemann, Sie sind doch nicht seit 66 Jahren Rentner. Wo denken Sie hin? Schön wär's, mein Herr. Schick ist das. Na, passt die jetzt besser? Ich weiß nicht, das ist reine... Das ist reine Schurwolle, Kunstfaser verstärkt. Aber die Kunstfaser, ich bin allergisch auf Kunstfaser, das ist doch Kunstfaser. Aber die Hose, die steht jetzt unten so auf. Darf ich mal? Der Stoff ist leider klar. Au! Du kannst nicht einfach stoppen! Ja, auf jeden Fall. Nimm die Brieftasche raus. Sie ist zu weit, da passt überhaupt nichts. Nimm die Brieftasche raus. Sie auch, oh mein Gott, da passt überhaupt nichts. Da ist sie nicht, sie muss da sein. Ich kann nicht mehr. Und die Schlüssel? Die habe ich in der Hose, die sind... Nein, hier. Ich habe alle meine Sachen habe ich hier reingesteckt. Ja, was hast du wo reingesteckt? Du hast doch gesehen, eben, da habe ich alles hier reingesteckt. Ja, dann müsste das da doch sein. Und dann habe ich sie hier... Bitte geben Sie meine Sachen zurück. Brieftasche, Personalausweis und die Schlüssel. Ja, meine Sachen, der Mensch. Ja, aber lass den Herrn. Sollen Sie was beobachten? Der hier, der lächelt auch so seltsam. Da schließen Sie die Zahl, Sie sind Mittäter. Wahrscheinlich sitzt der. Das kann doch. Geben Sie es einfach raus und geben Sie meine Sachen. Herbert, nimm die Hand aus dem Herrn. Also, geben Sie es einfach zurück und schwamm drüber. Herbert. Jetzt rücken Sie es doch einfach raus. Da hinten hast du es hingelegt. Ich hab's ja, ich werd's da. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen. Er hätte fast gestanden.